Okay, nochmal ganz von vorn. Die Marry Me Konzerttournee sollte man auf gar keinen Fall verpassen. In 36 Stunden werden Superstar Cat Valdez und Grammy-Preisträger Bastian ihren neuen Song Marry Me vorstellen und sich vor einem Streaming-Publikum von 20 Millionen Menschen das Ja-Wort geben. Wir sehen uns morgen. Ich bin die mit dem Schleier. Charlie, die Gelegenheit kommt nie wieder. Ich habe meine Tochter heute Abend. Gut, ich habe 3 Tickets für heute Abend. Bring sie mit. Dad, du hast keinen Spaß mehr gehabt, seit Mom weg ist. Sag schon ja. Heirate mich, Cat! Was mache ich eigentlich hier? Okay, los jetzt. Wir haben nur noch 5 Minuten. Was sehen die sich denn da alle an? Gar nichts. Gib mir dein Handy. Cat Valdez, künftiger Ehemann Bastian, wurde in Flagranti mit ihrer Assistentin erwischt. Wir lieben dich, Cat! Halt mal. Ich habe gehört, dass 20 Millionen Menschen uns zusehen wollen, wenn wir uns das Ja-Wort geben. Man sagt, wenn man etwas anderes will, muss man auch etwas anderes tun. Wieso nicht? Ja. Ich werde dich heiraten. Dich. Geh! Geh! Na, geh schon! Geh! 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 Willst du, wer du auch bist, Cat zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Okay. Das war völlig irre. Cat Valdez hat ihren Konzerttypen verlassen und ihren Uber-Fahrer geheiratet. Das ist eine verrückte Situation. Ich schlag vor, wir bieten ihm 5.000 und lassen Gras über alles wachsen. Oder ich bleib mit ihm verheiratet. Ich habe gestern was angefangen und wenn ich einen Rückzieher mache, denken alle, ich spinne. Wir müssen da durch. Wie geht's? Hi. Oh. Okay. Es sind 3 Monate. Ich kenne sie überhaupt nicht. Wir beide haben das getan. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen da zusammen durch. Wir müssen die Magie des Augenblicks nutzen. Ich will keine Witzfigur sein. Was soll ich machen? Nur dastehen und lächeln. Das ist das Unglaublichste, was einem im Leben überhaupt passieren kann. 237.000 Leute finden gerade, dass er aussieht wie aus einem Mathe-Club. Ich bin in einem Mathe-Club. Weißt du, mit euch hatte ich heute das Gefühl, ganz normal zu sein. Komm mit mir auf die Herbstabschlusssause. Lädst du mich gerade zum Schulball ein? Ich kann dir auch einen Zettel in den Spind werfen. Ruf mich an, wenn du einsam bist. Hallo? Ich bin einsam. Hast du Angst, sie verliebt sich wieder in Bastian und verlässt dich? Davor habe ich auch Angst. Machen wir uns nichts vor. Ich passe da nicht rein. Ist das klug? Klug haben wir vor 6 Wochen abgehakt. I was on my way to you. Wer glaubst du denn, bist du, Mann? Nur irgendein Fan. Nein, ich bin kein Fan. Das heißt, naja, jetzt bin ich einer.